Einen wunderschönen, dann bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen mal wieder auf der Switch was anzocken und zwar Pumpkin Jack. Das gibt's aber auch, ich habe gerade schon Space Invaders gemacht, das gibt's aber auch für die PlayStation 4. Da war ich vom ersten Hingucken, war ich davon sehr begeistert und sah aus wie ein schöner Jump'n'Run. Nee, Jump'n'Run sag ich schon. Ach, Quatsch. Aber in dem Pumpkin Jack hat es mir halt gefallen und von der Machart. So ein bisschen wie mit Daniel Fortescue, wo ich auf den Namen. Medieval. So ein bisschen wie Medieval, müsst ihr euch vorstellen. Wo ich auf ins Abenteuer. Oh, Skin-Auswahl haben wir auch noch. Ich habe gerade nämlich noch was gesehen. Kann ich den Ton hier auch wieder höher schrauben? Ich hatte den nämlich etwas runtergeschraubt. So, ich hab 0. Muss man mir was leiser machen. Bisschen laut. Aber bei euch auch mit den Effekten. Also wir kriegen hier verschiedene Skins. Da brauchen wir irgendwelche Vögel. Ich hab's mal alles ein bisschen runtergeschraubt. Dann nehme ich an den Einstellungen wieder höher schrauben. Es wird aber leider auch wieder, so wie ich es jetzt gerade mitgekriegt habe, nur deutscher Untertitel unterstützt, glaube ich. Wenn ich jetzt Once upon a time in the great Arkansil Kingdom. The world lived in peace and coexistence between the humans, the animals. Ah, man kann hier, guck mal hier, man kann überspringen, wenn wir gedrückt halten. Ein bisschen Kanten flimmern, oder? Steuerung ist direkt. Mit dem grünen Zeug sieht auch ganz interessant aus. Eine Rolle. Okay. Die Diener des Teufels. Warum? Warum muss das immer mit so viel Lese sein? Ich will doch einfach nur spielen.
Okay, Wasser. Wasser tötet uns. Hätte man wissen sollen. Jetzt wissen wir's. Das nervt mich immer, diese Sappel, ey. Finde ich schade, dass es halt nicht. Kann man nicht einfach auf. Wir kriegen ja sowieso alle erklärt. Hat der begleitet uns jetzt erstmal. Warum kann man denn hier nicht deutsches Audio machen? Einer von 20 haben wir schon mal. Kriegen wir hier ein paar zusammen. Also noch zwei bräuchten wir.
Achso, bei dem. Achso, brauchen wir gar nicht das Hauptmenü. Bei dem können wir das machen. Okay. Aber wir haben hier nichts. Jetzt können wir wieder rausgehen. Ach, guck mal an. Sieht, was wir mit 5 kriegen. Nee, warte mal, hier wart nicht. Da. Doch, hier wart. Da lang. Da wo es brennt. So süß zu wissen, wenn es brennt, dass es brennt und dass es dann nicht mehr aufhört. Du kriegst wahrscheinlich genug von diesen Dingern, damit du alle kaufen kannst. Aber ob du denn halt hier auch gleich das, was weiß ich, einfach hier noch sammeln und dann gleich das für 20 oder was das war, kaufen kannst und dann die Kleinen, das weiß ich nicht. Die Küff-Passagen hasse. Hat sich gelohnt, dass wir gucken. Thank you.
Die Musik hört sich ein bisschen dumpf an, ein bisschen sehr basslastig. Finde ich. Aber ich bin sie schon wieder zu laut. Ich mach die mal nochmal niedrig. Ich habe die extra niedrig gestellt, aber irgendwie geht es hier gerade immer lauter. Ah, hier haben wir noch eine. Dings gefunden. Okay. Ach Gott, dann zeig ich's aus. Ein bisschen Rätsel auf warum. Ich erwarte hier immer noch Trophäen, ey. Ich weiß, dass ich ein Switch-Spiel spiele, aber irgendwie bin ich schon so auf Trophäen konditioniert. Durch jahrelange PlayStation-Spielerei. Thank you.
Also so viele wie ich von den Viechern finde. Sind sie auf dem richtigen Weg oder was? Ups. Hoppala. Also an sich ist es schon okay. Es ist leicht, es ist für Kinder gemacht. Medieval ja auch, aber also hier würde ich so ja noch mehr sagen, dass es für Kinder geeignet ist. War aber eine ziemlich lange Scheune. Hat mir ein bisschen fehlt, das ist irgendwie hier so ein Levelabschluss irgendwie. Okay, das scheint ein Levelabschluss zu sein. Okay, machen wir mal ein Blatt. Ich muss jetzt auf Abstand halten.
Okay, jetzt kriegen wir eine Sense. Oder so was in der Art. Also es ist eindeutig für Kinder gemacht. Jack, the genius trickster who could fool even the devil himself. Ich hab mir da ein bisschen... Oh, wieso ist es schon wieder so laut? Armed with a brand new body and his soul cruelly bound to a festering... Ist ja nervig. Jack has been joined by his stoic guide, the owl, and commandeered the services of a cowardly crow to fight on his behalf. But there must be... Mal überspringen, wir gucken mal, was passiert. Also wir sind jetzt an einem neuen Level, wir gehen mal ins Hauptmenü. Also wir haben jetzt hier 10 von diesen Dingern gesammelt. Achso, ich habe jetzt... Achso, sie zählt nicht, okay. Den 30. Also muss man mindestens 3 Level spielen, um sich den holen zu können. Und Bussard sieht bestimmt auch ganz interessant aus. Also so an sich schon ein schönes Spiel. Ein bisschen, für mich jetzt ein bisschen zu sehr kindlich gemacht. Also es richtet sich natürlich an Kinder, aber Medieval ist... Zum Beispiel auch für Kinder, aber nicht ganz so kitschig gemacht. Und das Lesen nervt mich. Das Lesen nervt mich unheimlich, warum man da denn immer, warum man nicht da denn mal deutsches Audio reinpacken kann, ich weiß es nicht. Steuerung ist sehr gut, direkt. Ich komme halt immer nur mit durcheinander, weil ich die beiden vertauscht habe. Da müsste ich mal gucken, wie die, ob das von der Switch übernommen wird oder ob das nicht übernommen wird. Dass die Bienen vertauscht werden. Vielleicht ist es ja dann schon was besser, weil das ja auf für Europäer ausgelegt ist. So, gucken wir mal nach. So. A, B, B springen. Ich hab's auf A springen. Ja, ist vertauscht. Okay. Ja, das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.